gar nicht aufgefallen gewesen. Und da basteln wir uns mal eine neue Axt noch. Zack. So, du kannst auch ein bisschen was lauter wieder. Und dann dich noch runter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei dem Spruzewoodbaum dort? Sieht so komisch aus. Ich glaube schon, ne? Da, wo innen noch was fehlt. Wo bin ich denn hier reingekommen? Ach, hier. Ja, hier war das. Okay, dann mal runter damit und dann mal pennen legen. Und dann wird Zeit, hier Glas zu schmelzen noch ein bisschen. Zumindest für die Wand. Und dann machen wir mal dicht in den Schuppen hier. Erstmal mit die Wände, würde sagen. Dann erstmal mit die Wände anfangen. Pennen gehen kann ich noch nicht. Ich werde mir mal eben mein Handy aufklappen. Mal gucken, wie viel Zeit schon rum ist. So viel kann ja noch gar nicht rum sein. Was? Erst 18 Minuten? Boah, das ist ja prima. Ich dachte etwa so an 30 Minuten. Da blieb mir gerade was im Hals stecken. Ist doch auch nicht verkehrt. Dachte ich. Etwa an 30 Minuten. Aber das ist ja mega. Vorhin eben noch eine Runde Fortnite gezockt. Das mache ich immer mit einem Skori zusammen. Einfach so ohne Aufnahme. Und da natürlich dann auch ein bisschen was schon rumgelabert gehabt. Wundert mir, dass ich jetzt noch keinen Frosch habe, ne? Bei all dem Gelabere zuvor schon. Auch, was weiß ich, 3-4 Stunden lang gezockt schon. Na gut, so viel wie im Let's Play laberst du ja dann da nicht. Über TeamSpeak. Das ist ja klar. Hier im Let's Play, da laberst du ja auch, um zu unterhalten dann. Und da laberst du sicher dann auch mehr als über ein TS. Da wurde bloß darum geht, irgendwie gut abzuschneiden im Spiel. Oder mal einen Joke raushauen oder sowas. Das ja natürlich dann. So. Wir wollten schmelzen ein bisschen. Habe ich denn da schon was reingeboxt? Kann gut möglich sein, aber glaube nicht, ne? Ach ja, ich hatte euch ja geschmolzen gehabt. Zuletzt dann, weil ich da immer noch auf dem Trichter war, das Ganze mit Cleaning Stone dort, den ich selbst brate, auszuschmücken. Da unten die Höhle dort unter unserer Halle dann. Boah, wie knetigen das nur hier zusammen? Jetzt wird es hier schon wieder enge in der Kiste. Da wird es ja hier schon wieder enge. Dann komm da mal raus, du Zäunchen. Dann passt das hier. Bisken und nee, hier von nix, ne? Doch, da war doch noch ein Barren. Ein Brick war da noch drin. Was ist das? Limestone, stimmt. Den haben wir auch irgendwann mal gefunden gehabt. Und der Brick, den haben wir ja da auch. So. Dann so und dann Zäunchen hier oben vielleicht noch unterbringen. Nether Brick Fenze. Der kommt hier oben dann her. Ah, das wird hier alles ein bisschen enge überall. Das wird hier alles überall ein bisschen was enge. So langsam. Allmählich. So, dann da rein. Stimmt, hinten brauchen wir ja noch Spruzer. Wie viel waren das? Ich nehme mal 3 mit, aber ich glaube 2 müssten dort reichen. Arm Hühner, Spaßbietchen. Auch vergessen, der Tobi. Und warum hat immer noch eine Pflanze hier drin? Woher kommst du? Da müssen wir erstmal wieder abliefern gehen, bis gemacht. Erstmal Zäunchen da nur einsetzen, damit die Hütte dann wieder okay ist. Ja, die fühlen sich jetzt hier vorne auch so langsam schon richtig wohl. Die beiden Monkos. Auf dem Hof hier vorne auf. So, du kannst ein bisschen was leiser. Und dann hier dicht gemacht. Prima, wunderbar. Dann bringen wir mal den Rest Schizzy noch weg. Auch die Bäume dort, prima. Na gut, die könnten ruhig, habe ich ja auch schon mal verlauten lassen, die könnten ruhig noch ein bisschen was höher in die Höhe sprießen, ne? Nicht so tief da hängen. So, du bleibst hier. Nee, dich brauche ich wahrscheinlich noch, aber du bleibst hier und... Naja, obwohl, euch brauche ich auch... Oder lasst euch besser mal hier noch im Inventory drinne, denn wer weiß schon Bescheid, wann wir und ob wir euch noch brauchen. So, gut. Hier außen, hier muss ja dann auch noch ein bisschen was gemacht werden, siehst du? Natürlich doch.
Okay, jetzt Sandbraten, erstmal Sandschaufeln gehen. Ich werde mir mal draußen überlegen, was wir da mit dem Löchelchen machen. Machen wir da Dichte? Ich glaube schon, ne? Damit wir da irgendwann mal hinten rumkommen, vielleicht sogar mit einem Weg oder sowas. Hier so meine ich. Ja, das muss hier nicht unbedingt stehen bleiben, bin ich der Meinung. Das Löchelchen, jetzt mal schon mal dicht horsten. Ich glaube, das reicht hier eh nicht, was wir dabei haben. Obwohl, wir haben ja genug ausgehoben. Und zur Not können wir hier noch weiter schaufeln, da hinten dann. Das tut ja dem keinen Abbruch, wenn wir da noch mehr Dirt runterschaufeln. Vom ganzen Hügelchen. Vom ganzen Gelände. Den Sand hier, den überdecke ich mal mit Absicht, weil dann ist das Wasser da weg. Dann spült das uns nicht durch die Gegend später beim Abtragen. Dann ist das natürlich einfacher auch, da irgendwie dran rumzuhorsten, dann später beim Buddeln. Doch, das reicht hier, wa? Habe ich noch einen Stack? Oh, geil. Cool. Das ist ja cool. So, schön dicht gezwirbelt hier. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt können wir buddeln. Jetzt hole ich mir erstmal den Zippel hier weg. Weil der sieht auch ein bisschen mal komisch aus. Ne, wir holen uns erstmal ein Sand hier raus. Würde sorgen. Unsere eigentliche Mission. Da muss ich mal gucken. Es wird dem nächsten Projekt geben beim Skori auf dem Kanal. Gut, vielleicht gibt es das jetzt sogar schon mit der zweiten Folge Minecraft. Das weiß ich noch nicht. Aber denke mal nicht. Da wo der Tobi auch wieder mit bei ist. Aber wenn es soweit ist, dann gibt es da den Skori, seine Playlist auch auf meinem Kanal zu sehen. Wird ein sehr hübsches Projekt, aber mehr möchte ich da auch noch nicht verraten haben. Ne? Sehr hübsch ist ein Koop-Spiel und wir sind da irgendwie beide drin zugange dann natürlich. Machen da Spinselitäten und es wird lustig auf jeden Fall. Freuen wir uns beide riesig drauf. Aufs Game. So, Pam. Oh, schade. Ich dachte mir schon, das reicht hier wieder nicht. Da muss ich erstmal raus, mir noch was holen gehen hier. Da gehen wir mal da hinten hin. Ah, oh, die können wir ruhig ein bisschen dichter setzen oder lassen wir die da stehen. Ich würde fast sagen, die lassen wir da stehen, ne? Als Gedenkkiste, als Gedenkwerkbank. Hier vorn. Das Dingens, das ist doch viel zu schade, um das jetzt wegzureißen. So, kann ich denn noch was gebrauchen? Ja, ein paar Spitzhacken, ein paar mehr Spitzhacken wären nicht verkehrt. Das stimmt. Fangen wir auch noch zwei und dann müssen wir demnächst noch mal wieder einen neuen Stack Eisenbraten schmelzen gehen. Und dann haben wir wieder was auf Tash. Denn ich glaube, Eisen holen brauchen wir erstmal in Zukunft auch nicht mehr. Ne? Da können wir noch mega viel verwursten von dem ganzen Zeugs. So, das Sand hier mal raus. Und dann wird weiter gebuddelt. Und dann kommen wir hier so allmählich auch voran. Echt mal, bei der 300, da ist was passiert. Du, ich sag ja immer wieder, wenn du hier aufnehmen willst, in mein Örtchen, da passieren die dollsten Dinge. Ist echt so. Hier ist ein Polizeihubschrauber rumgeschwirbelt. Das war noch zu Christi Himmelfahrt. Da wollte ich noch ein bisschen was aufzeichnen. Edgar noch was aufgezeichnet. Spät in der Nacht dann. Und ja, hier wurde jemand gesucht. Ich weiß, wer gesucht wurde. Aber ja, aus privatsphärischen Gründen sage ich das mal hier im Let's Play nicht. Wer da gesucht wurde, aber trotzdem. Der Hubschrauber, der kam mir schon ziemlich dicht, also waren Aufzeichnungen unmöglich gewesen. Und ich sag immer wieder, hier müssen UFOs landen oder so. Ja, und so ist es tatsächlich auch. Das war mal wieder bestes Beispiel dafür, dass du hier manchmal so deine Probleme auch bekommst mit beim vernünftigen Aufzeichnen, mit irgendwelchen Störgeräuschen oder so, da wo ein Aufzeichnen überhaupt nicht möglich ist. Nee. War hier was los? Ich weiß nicht, wie viele Polizeiautos auch hier rumgestanden.
jemanden gesucht, der da betrunken gefahren ist und sich irgendwo überschlagen hat und haben da irgendwo, glaube so ist mir, eine Blutlache gefunden am Auto dann. Das Auto hat Lache auf dem Kopf und Blutlache daneben. Natürlich wusste niemand, also der Fahrer hat dann Reis ausgenommen und wusste niemand wirklich genau zu dem Zeitpunkt, was überhaupt Phase war. Und deswegen, ja, haben sie ihn halt gesucht und nicht gefunden. Da sind sie mit einem Hubschrauber und einem Wauwau hier noch rumgestiefelt. Mann, Mann, Mann. Und der Tobi, der will hier in aller Ruhe aufzeigen. Ah, nee, nee, nee. Nicht verkehrt. Hier machst du was mit. Hier machst du echt was mit. So, hier kriegen wir mega viel Modder auch raus. Das ist ja prima. Und ich glaube, ja, ich sag ja, da haben wir doch neulich schon mal geguckt, bis zum Hügel hier hinten ran. Da ist noch ein bisschen was. Da ist echt noch ein bisschen was. Die Bäume, die können wir hier auch gleich raushauen. Noch. Also zumindest ein paar Birkenbäume hau ich hier auch gleich noch weg. Muss eh gleich wieder pennen gehen. Sollten wir mal die Kohle dann noch rausholen, weil da unten, da müssen wir ja hier jetzt auch noch ein bisschen was, also hätte ich zumindest, deswegen baue ich hier gerade den ganzen Modder-Schissi ab, hier auch noch ein bisschen was aufgießen mit dem Modder, sodass das hier ebenfalls eine ebene Fläche ergibt. Und deswegen wäre das schon nicht verkehrt. Stellen wir uns hier die Kohle auf, weil ich glaube, die nächste Nacht, die müsste ich dann eben auch hier draußen noch verbringen. Da dauert hier noch ein bisschen was, bis ich so weit bin, dass ich damit zufrieden bin hier draußen auch. So, her mit dem Holz. Und Hunger hat er auch wieder ein bisschen was. Muss ich auch gleich mir ein Brot mal hinterknöstern, aber ich werde mir mal jetzt erstmal beimachen. Mir die Koi holen oder zumindest erstmal pennen gehen, dann die Koi mitbringen. Denn hier spawnt doch gleich wieder allerlei Zeugs, glaube ich. Wenn denn überhaupt an ist, ich habe noch gar nicht geguckt, da werde ich mal so gleich reingucken. Weil, ja, hier ist normal, okay. Auf der Monkey Town Map in der 300, die älteste Monkey Town Map, die älteste gebackupte Monkey Town Map, da hatte ich eben auf Peaceful gestellt gehabt. Und da wusste ich eben nicht Bescheid, ob sich das dann überträgt. Aber ich denke mal, das wird pro Map gespeichert. Denke mal, also pro Speicherstand dann eben. Pro Speicherstand. So, dass das... Ja, wenn ich die Monkey Town Map hier mal irgendwann mal abgespeichert habe, dann neu lade, dass das dann übernommen wird und nicht, wenn ich jetzt eine ältere Version einschmeiße und dort auf Peaceful stelle, dass das hier ebenso umgestellt daherkommt. Also, dass das permanent umgestellt wird für alle Maps, die du zockst. Hatten wir ja schon mal, glaube ich, das Thema. Boah, du bist aber auch laut. Beim Wechsel zur 300 zum Beispiel, da ist ja immer auf Peaceful, da zocke ich ja nicht mit Monstern. Weil das einfach bloß ja, zum Bauen da ist, diese Map zum Ausprobieren. Da brauche ich nicht viel mit Monster rumhantieren. Und da ist das ja ähnlich. Stellst du da auf Peaceful, bleibt auf der Monkey Town Map dann, wenn du die lädst, dann ebenfalls der normale Schwierigkeitsgrad. Also der Schwierigkeitsgrad, der zuletzt bei der Monkey Town Map eingestellt gewesen ist, der bleibt doch dann dort drinnen. Dort drinnen. So, mega viel Birke gibt es hier natürlich. Dann haben wir fast den ganzen, den kompletten Birkenwald hier irgendwann mal abgeholzt, ne? Irgendwann mal. So, da müsste ich noch dich vielleicht noch, dass ich hier noch mit aufschütten kann, mit Modder dann gleich. Und hier vielleicht auch noch ein paar von euch. Da mache ich erst außen schick. Obwohl ihnen auch noch genug zu tun ist. Aber muss ja alles mal gemacht werden. Ne? Hier in der Gegend. Hab mir auch jetzt vor der Aufnahme, sonst muss ich dazu sagen, mache ich mir immer so ein bisschen was einen Plan, was ich denn in der Aufnahme zeigen will. Was da denn so los ist. Und auch manches Mal mache ich mir einen Plan darüber, was ich denn so erzähle für Stories. Aber hier momentan gar nicht. Da bin ich einfach bloß rein, weil ich, ja, um noch zu schaffen, aufnehmen muss wieder. Aber ist jetzt nicht so sehr Zwang dahinter, sondern hätte auch morgen noch aufzeichnen können oder eben am Samstag. Obwohl mein Neffe da wieder zu Besuch ist, das Wochenende jetzt hier. Der ältere Neffe von beiden kann ich ja dann trotzdem immer noch aufzeichnen.
Aber hab mir jetzt hier echt nichts überlegt. Was ich denn hier drin mache, das ist hier jetzt alles so. Ja, je nachdem, worauf ich Bock hab, mach ich hier drin rum. Aber ist ja, wie gesagt, muss ja alles mal getan werden. Ist ja nichts hier umsonst gemacht, sondern der Pilz, der kann hier mal raus, oder? Irgendwas anderes Unwichtiges noch? Das Gravelzeugs, das sollte längst raus sein. Aber ich schmeiß dich mal für den Pilz eben mal raus. Die Setzlinge, Birch-Setzlinge, haben wir, glaube ich, auch genug da. Ist denn irgendwas noch drinne, was wir hier überhaupt nicht brauchen? Das Bett zum Beispiel, das kann doch eigentlich hier mal irgendwo hingestellt werden, ne? Schon? Hier oben rauf zum Beispiel. So, dann kommt ihr mal her. Dann der Pilz da vorne noch, den ich gerade gedroppt habe, der kommt noch mit. Mir tut's gerade wieder an der Lippe weh. Die sind trocken und habe gerade Probleme wieder, dass mir die auch aufplatzt. Diese trockenen Stellen an der Lippe. Habe ich aber immer Probleme mit. Irgendwie. Auch nicht so recht ein Mittel dagegen. Auch nicht so recht ein Mittel dagegen. Das ist irgendwie immer trocken. Die Korki. Ach so, ja, essen muss ich ja auch mal was. Stimmt. Gegessen werden muss ja auch noch. So, ist er satt. Jetzt schmieren wir mal das hier noch zu. So. Hier unten dann natürlich auch noch das Löchelchen. Oh, habe ich da jetzt was bedeckt? Nee, ich dachte, der Klotz hier unter, das ist ein Hohlraum dann aber gar nicht. Da habe ich schon gut gearbeitet gehabt. So. Derweil könnten wir drinnen auch, während ich hier noch rumhorste, siehst du, das werde ich mal jetzt auch erst tun, da hat den Sand da zu Glas verwursten lassen, ne? Das ja auch noch. Habe ich denn hier echt nichts mehr drin? Nee, glaube hier nicht. Bloß die Plattenglasscheiben daneben. Die sind da drin. Okay, ein 64er hier rauf. Machen wir noch einen? Ich glaube schon, ne? Wir brauchen ja noch mehr davon. So. Kann das da vor sich hin braten. Und ich werde mir das hier draußen mal einen höher ziehen derweil. Obwohl zwei müssen wir da dann hochkommen. Okay, weil wir innen dann eh eine Stufe haben, also da hoch. Somit da dann hier dann. Hier geht dann, nehmen wir mal an, außen dann die Stufe noch runter. Auf diese Ebene. Von da oben zu hier. So, weg. Hier mit dem ganzen Kraut erstmal. Und dann können wir hier das alles mal auf eine Ebene bringen noch. So. Wird immer schicker hier umrum. So langsam ist gar nichts mehr von der Wildnis zu erkennen, ne? Um Bauernarmesen hier rum. Das wird immer weniger. Der ganze Gestrüppzeugs hier. Wer weiß, wo uns das Let's Play auch noch hinführen wird. Ja, wie gesagt, bis zur 400, dann möchte ich ja jetzt noch machen. Sicher mit einigen Pausen dazwischen hin und wieder mal, mit einigen längeren vielleicht sogar, als das jetzt von der 200 zu 300 der Fall gewesen ist. Vielleicht das schon, da muss ich mal gucken, wie ich das handhabe dann eben. Und aber bis zur 300 machen wir auf jeden Fall noch. Und ich denke mal bis zur 400 auch noch. Oh, das war schon wieder mit dem Modder. Dann gehen wir mal zu unserer Kiste da vorne, würde ich sagen. Da kriegen wir am schnellsten richtig viel Modder raus. Aber glaube ich, muss hier auch wieder ein bisschen was aussortieren. Derweil auch. Die Kapazität in der Tasche, die ist knapp bemessen. Die ist knapp. Ist die hier auch noch ein bisschen was aufschütten dann? Damit wir hier vernünftig rauskommen. Das war ja auch noch.